Eins war schlimm, ich habe mich später damit arrangieren müssen. Manchmal kommt es noch hoch. Wir waren ja eine Akademikerfamilie, so vor allem von Vaters Seite. Und meine ältere Schwester, die war in Polen schon im 11., hat das 11. Schuljahr auf dem Gymnasium begonnen. In Polen ging man nur 11 Jahre aufs Gymnasium und machte dann das Abitur. Und ich war in der 7. Klasse. Und wenn ich die beendet hätte und in Polen geblieben wäre, hätte es für mich auch entweder Gymnasium gegeben, in meinem Falle wäre es Gymnasium gewesen, oder Berufsausbildung, Technikum oder Lehre oder was weiß ich. Und als ich dann nach Zeven kam, war es ja in Deutschland so, jedenfalls in Niedersachsen, dass nach 4 Jahren diese Trennung erfolgte. Man blieb entweder auf der sogenannten Volksschule oder man ging zur Mittelschule, so hieß das damals, heute Realschule, oder man ging aufs Gymnasium oder Oberschule nannte man das. Und meine Schwester hatte schon das Problem, dass es in Zeven kein Gymnasium gab. Das nächste war in Stade an der Niederelbe hinter Hamburg, 40 Kilometer von Zeven weg. Und das konnten sich meine Eltern finanziell nicht leisten. Vater hatte damals noch keine feste Anstellung, was ich am Anfang schon erwähnt hatte, sondern immer nur befristet für 3 Monate als Angestellter. Der konnte also weder die täglichen Fahrten nach Stade finanzieren, noch ein Zimmer für meine Schwester. Das Sprachproblem, das Fremdsprachenproblem, das hatte man gelöst. Also statt Englisch und Französisch hätte sie Russisch und Latein machen können. Bei mir war es aber so, ich war nun schon 3 Jahre zu alt. Ich war schon im 7. Schuljahr und ich konnte zunächst einmal kein Deutsch mehr. Ne? Musste also erst mal sehen, dass ich schnell Deutsch wieder lernte und dann das gleiche Problem, das nächste Gymnasium in Stade. Tja, und so habe ich dann nur die Volksschule abgeschlossen, 8 Klassen, anschließend 2 Jahre Handelsschule. Ja, und das war's dann. Ne? Und was hatte man da für Möglichkeiten als Mensch mit mittlerer Reife? Also Handelsschule war dann praktisch wie Mittelschule, wie mittlere Reife. Man konnte so kaufmännischer Angestellter werden. Banklehrling konnte man damals noch werden mit mittlerer Reife. Heute ja auch nicht mehr. Heute verlangt man auch schon mindestens Abitur, nicht wahr? Und so recht wusste ich auch nicht, ich hätte eigentlich Lehrer werden müssen bei normalem Verlauf meines Lebens, so, nicht wahr? Vielleicht Rechtsanwalt oder sowas, ich weiß es nicht. Etwas in der Richtung, ne? Und das war mir nun alles verschlossen. Und damals war so die Deutsche Bundespost, mittlerer Dienst, das sind die Leute, die am Schalter sitzen, so überwiegend. Die war damals also sehr gefragt, da haben sie ganz viele beworben, ich auch, wurde auch genommen. Und so war ich also erstmal bei der Post im mittleren Dienst nach 3 Jahren Ausbildung, habe dann später allerdings den Aufstieg in gehobenen Dienst, der eigentlich den Abiturienten vorbehalten war, gemacht. Naja, und dann lief es also ganz ordentlich. Ich habe immer interessante Jobs gehabt, ich habe viel ausländische Kollegen begleitet, unterwiesen und trotzdem hatte ich immer den Wunsch, der Post irgendwann einmal Ade zu sagen. Und das hat dann 1977 geklappt. Und da habe ich dann so sozusagen mein Hobby, Geschichte und Osten und Sprachen, ich konnte auch Russisch mittlerweile, habe ich dann zum Beruf gemacht und habe dann also einige Jahre Sozialarbeiter gemacht, obwohl ich keiner bin, also ein Verwaltungsmensch. Ne? Aber das war wegen meiner Sprachkenntnisse. Die Aussiedler, das ist ja bekannt, die konnten ja alle kaum Deutsch. Selten, dass mal jemand Deutsch konnte. Auch die Russlanddeutschen ja kaum, nicht wahr? Und da war ich für die Leute natürlich wie ein Engel auf Erden. Also ich hatte nun Ahnung als alter deutscher Verwaltungsbeamter, nicht wahr? Dazu dann konnte ich das den Leuten in Russisch oder Polnisch erklären. Entweder hat ein deutscher Kollege ganz viel Ahnung, kann aber keine Fremdsprachen, oder es gibt Leute, die können prima Fremdsprachen, haben aber von den anderen Dingen keine Ahnung. Und bei mir kam nur beides zusammen. Ne? Aber nach 8 Jahren bin ich dann wieder so Verwaltungsbeamter geworden, war dann später der Leiter, quasi der Leiter, de facto, theoretisch noch gar nicht mal, der Bremer Vertriebenenbehörde. Und war dann also hier viel in Friedland, ich war viel in Bonn und in den Bundesländer, Hauptstädten, also ich war, Loppe war Bremen. Sind Ihnen denn Schicksale einiger Flüchtlinge oder Aussiedler besonders im Gedächtnis geblieben? Ja, durchaus, durchaus. Also ich habe eine Oma gesehen, die sich aufgehängt hatte in ihrer Stube da im Lager. Einen anderen habe ich gesehen, der sich am Baum im Park aufgehängt hatte, nicht wahr? Dann gab es also Schicksale. Es war so, dass die Polen in den
Moment, jetzt muss ich die Jahre sortieren. Anfang der 80er Jahre, ja, ich war ja seit 77 dabei, vor allem nach dem Kriegsrecht damals, die Familien kaum noch geschlossen ausreisen ließen, sondern immer nur einen Elternteil mit oder ohne Kinder. Aber der andere Elternteil blieb immer zurück. Und oft waren das die Männer, die man reisen ließ. Und wir hatten dort in unserer Bremer Übergangseinrichtung, in unserem kleinen Friedland da, in Bremen-Lesum, ein sogenanntes Männerhaus. Da hausten dann die Männer. Naja, und Sie können sich vorstellen, was Männer aus Polen, getrennt von ihren Familien, mit ihren Sorgen, gerne machen. Hoch die Tassen. Und da kamen also so manche Leute in den Suff und es gab Schlägereien und es war vor allem auch eins. Das war also sehr schlimm. Sie ging zum Deutschkursus, den das Arbeitsamt finanzierte. Und ich habe nebenbei auch noch in einer Sprachenschule gejobbt. Ich habe ein bisschen was dazu verdient und ja, den Leuten war es ja auch ganz nützlich. Da war es dann so, sobald die Pausenklingel ertönte, sobald die Pause kam, wurde nur noch Polnisch geschwatzt, geschnackt, nicht wahr? Für die war die Sprachenschule sozusagen so ein behüteter Ort, nicht wahr? Hauptsache, sie bekamen Geld vom Arbeitsamt und das war damals mehr als das Arbeitslosengeld. Das war sogenanntes Unterhaltsgeld. Das war 80% des fiktiven Nettoverdienstes, den sie hier in ihrem erlernten Beruf hätten erreichen können. Also schönes Geld, nicht wahr? Aber die viele gaben sich also gar keine Mühe, Deutsch so richtig fleißig zu lernen und waren am Ende des Kurses auch nicht viel besser im Deutschen als am Beginn des Kurses. Das hat mich natürlich immer sehr geärgert, ne? Es kam dann dazu, dass sie, wenn sie wohnungsmäßig untergebracht wurden, ja immer so am Stadtrand in solchen Hochhaussiedlungen untergebracht waren. In Bremen haben wir so eine im Osten von Bremen, nicht wahr? 20, 30 Stockwerke. Da waren sie auch wieder unter sich und haben kaum Probleme gehabt, also haben kaum die Möglichkeit gehabt, sich zu integrieren, richtig. Und ich fand immer, die beste Integration war eigentlich, dass man eine Stelle fand. Zum Beispiel im Stahlwerk in Bremen, wo man dann unter deutschen Kollegen war. Das wäre auf jeden Fall nützlicher als der Sprachkurs, von dem die Leute kaum profitierten. Das sind dann so ein paar Beobachtungen, die Sie gemacht haben. Aber dann kam ja auch der Mauerfall und Sie hatten ganz plötzlich sehr viel zu tun. Oh ja, also in Lesum hatten wir ungefähr 150 Plätze und da waren so im Schnitt immer so 70, 80, vielleicht auch mal 110 Plätze belegt. Und die Zahl werde ich nie vergessen, im November 1989, nach dem Mauerfall, hatten wir statt 150 4200. Nicht nur Plätze, die waren noch alle belegt. Da war also so viel Verschiedenes dabei. Da waren Hafenarbeiter, Baracken dabei, ne? Da war sogar ein stillgelegtes Jugendgefängnis dabei. Und das war sehr beliebt. Wenn das so Pärchen waren, die hausten gerne in den Zellen. Da waren sie für sich und hatten ihre Ruhe. Ne? Es gab leerstehende Schulen, also ach, ich kann das gar nicht mehr alles aufzählen. Ne? In dieser Zeit, also nach dem Mauerfall, waren Sie ja auch im Notaufnahmelager in Gießen. Welches Bild bot sich Ihnen dort? Ja, also zunächst, ich fuhr mal mit der Bahn nach Gießen. Und das war ein kurzer Weg vom Bahnhof zur Bundesaufnahmestelle, so nannte sich das richtig korrekt. Das war so ein kleines Sträßchen, Baumbestand, so mit jungen Linden. Und ich kam mir vor wie in Tibet, wie so Gebetsfahnen, die da so im Wind flatterten. So war das hier auch, Stellenangebote auf DIN A4 von westdeutschen Arbeitgebern. Zum Teil standen diese Mittelständler, diese Arbeitgeber da schon wie ihren dicken Mercedesen und warben die Leute ab. Ja, auch nichts dagegen zu sagen, nicht wahr?